Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Zeiten wie diesen ist es nicht einfach. Nicht einfach für die einzelnen Menschen in unserem Land, es ist nicht einfach für die Politik in unserem Land und es ist auch nicht einfach für Organisationen, humanitäre Organisationen wie zum Beispiel dem Roten Kreuz. Covid-19 fordert uns alle wirklich bis zum Letzten. Und das nun schon seit mehr als 4 Wochen. Und es wird noch längere Zeit dauern. Das heißt, eine Krisensituation in einer Gesellschaft, wo das Ende nicht wirklich absehbar ist, das führt auch zu einer starken emotionalen Belastung. Darüber hinaus natürlich auch die Veränderungen in der Gesellschaft selbst. Die Kinder, die von der Schule zu Hause bleiben müssen, die Firmen, die lange Zeit nicht aufsperren konnten, Kurzarbeit und vieles andere mehr. Es ist tatsächlich nicht nur eine lokale, nicht nur eine nationale, es ist eine globale Krise. Und wie kann diese Krise bewältigt werden? Wenn wir nach Österreich schauen, wenn wir nach Oberösterreich schauen, dann ist es sicherlich dadurch bewältigbar, dass die Politik kluge Entscheidungen trifft, dass sie kluge Vorgaben für das Zusammenleben macht, dass es Menschen gibt, die sich aus ihrer Profession, aus ihrer Beruflichkeit massiv wirklich engagieren und einsetzen, auch wiederum an ihre Grenzen geht. Gerade die Mitarbeiter in den Gesundheitsbereichen sind extrem gefordert und dass es eben Menschen gibt, die sich freiwillig in den Dienst der Bewältigung dieser Krise stehen. Oberösterreich ist ein sehr gutes Beispiel. Es haben sich auch in den letzten Wochen viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher freiwillig gemeldet, dass sie beim Roten Kreuz mittun wollen, unsere Freiwilligen zu unterstützen. Die Tätigkeiten sind ja sehr, sehr vielfältig. Es ist also schon ein wesentliches Element der Zivilgesellschaft, dass sie fähig ist, derartige Krisen zu bewältigen. Das läuft wirklich gut, aber es wird noch lange dauern.